Ja, wir haben soeben unsere Werkstatt-Teamaufstellungen beendet und sitzen nun hier zusammen, um noch ein wenig zu reflektieren. So ganz mit den frischen Eindrücken beladen. Thomas, was war für dich vielleicht am eindrücklichsten? Ich fand zuerst interessant, dass wir viele Teilnehmer hatten, die aus dem Bereich Familienaufstellung Das kommen. stimmt. Also das heißt, die vor allen Dingen mit Familien arbeiten und aber für sich scheinbar festgestellt haben, dass da ja auch immer wieder berufliche Themen kommen und die mehr wissen wollten, wie funktioniert das so mit beruflichen Themen und wie funktioniert es mit Teams. Was ist da anders bei Aufstellungen mit Teams als bei Familienaufstellungen? Da fand ich unsere letzte Aufstellung nochmal sehr hilfreich, wo wir genau diesen Wechsel drin hatten, wo wir angefangen haben mit einer Frage, die das ganze Team betraf. Genau. Und dann sind wir zurückgekommen oder auf eine andere Ebene gekommen. Ah, was ist meine berufliche Orientierung? Und dann schließlich gab es ja noch eine Ebene, die ein Stück ins Persönliche ging. Und ich glaube, das war gerade für die Teilnehmer besonders interessant, das zu sehen, diese Ebenenwechsel. Und Ebenenwechsel heißt natürlich auch immer, man muss mit demjenigen, der das Anliegen hat, das abstimmen. Ist das jetzt in Ordnung, dass wir in einem anderen Bereich stehen? Genau. Wir sprechen ein anderes Thema an. Ist das in Ordnung? Man muss sich einen anderen Auftrag abholen. Und mein Eindruck ist auch, das war nochmal gut zum Schluss für die Teilnehmer, dass die sehen konnten, wie geht man mit sowas um, wenn man Genau. merkt, wir fangen mit beruflichen Themen an und dann spielt eben Privates rein. Und man hat dann die Wahl, entweder beim Beruflichen zu bleiben oder eben ein Stück tiefer zu gehen. Genau. Und dann auch immer zu beachten, was ist eben der Kontext? Ne, dass ich bei Arbeiten im Team oder im beruflichen Bereich anders als in Familienaufstellung oder im persönlichen Bereich immer schauen muss, was ist die Umgebung? Und wie weit kann ich gehen, um dem Grundanliegen gerecht zu werden, aber auch sozusagen den anderen Menschen, die mit da sitzen und dem Thema der Veranstaltung. Das war, glaube ich, für die Leute, vor allen Dingen für die, die aus dem Familienaufstellungsbereich kommen, nochmal von besonderer Bedeutung. Ich habe auch den Na? Eindruck gehabt, das war so ein Schlussanliegen, was nochmal wichtig war, ne? Um das zu verdeutlichen. Was ich andererseits interessant fand, war so dieser Teil, wo es so um Rollen ging, Rollen im Team. Also mir ist noch eindrücklich die eine Aufstellung, wo es so um die Leitungsrolle Ach ging ja. und so darum, die Leiterin, die quasi vom Team direkt aufgefordert wurde, in ihre Leitungsrolle auch zu gehen. Da war so richtig spürbar, wie das in Teams eben funktioniert. Da wächst jemand heran, gehört erst zum Team dazu. Das ist angenehm, das ist kuschelig. Und irgendwann kommt der Moment, dass da eine besondere Rolle vielleicht draus entsteht, wenn Genau. das Team wächst. Ja, und dann muss man eben in die Rolle auch rein. Und das heißt immer, Leitungsrolle heißt auch immer, man ist ein Stück einsamer. Man muss vielleicht auch mal schwierige Dinge ansprechen und das fällt persönlich vielleicht schwer, aber die Struktur, also das ganze Team ruft quasi danach und will, dass das ausgefüllt wird. Das war nochmal Genau. eindrücklich, das zu sehen. Und dass das ein innerer Prozess ist, in so einer Rolle wirklich, also so eine Rolle, die einem, in dem Falle war es ja schicksalhafterweise überkommen ist, das war ein allmähliches Genau, Reinwachsen, genau. so eine Rolle dann doch anzunehmen und zu sagen, gut, jawohl, dazu stehe ich jetzt, die nehme ich. Oder die Alternative wäre, und da ist der Bereich von Teams und Organisationen sehr trocken sozusagen. Ja. Wenn ich die Rolle nicht nehme, dann habe ich noch die Wahl zu sagen, danke, dann verabschiede ich mich. Genau. Na, prima. Das war ja auch bei einer anderen Aufstellung so deutlich zu sehen, ne, wo so ein Teammitglied mal Leiterin war, dann wieder normal ins Team, dann wieder Genau. Leiterin, also so diesen Rollenwechsel hatte. Und da wurde deutlich, dass das eben einfach schwierig ist. Und was das für eine Konfusion so im ganzen Team bringen kann. Spannend fand ich dann noch diese Aufstellung, wo es darum ging, wie viel Einfluss habe ich als etwas nachgeordnetes Mitglied eines Gremiums, wenn da Menschen dabei sind, die partout eine ganz feste Linie haben, wo es lang geht und sagen, das ist meine Aufgabe, dabei bleibe ich. Und wie diese, man könnte es auch als Sturheit bezeichnen, man kann es positiv als Festigkeit bezeichnen, aber dazu führt, dass dann andere Menschen nur wenig die Wahl haben, also eigentlich nur entscheiden können, komme ich
Oder bleibe ich dabei und schlucke das, mache das mit? Ja. Oder sage ich, das ist mir nicht recht, ich gehe wieder? Das war interessant, weil er dort so diese Position, also die Rechtfertigung, an der Position zu bleiben und nicht woanders hinzugehen, die Teammitglieder ja daraus bezogen, dass das eine Glaubensgemeinschaft, eine Glaubensorganisation war. Also sozusagen von einem ganz hohen Motivationsort her, da ging es um Sinn und solche Sachen. Und dann zu sehen, wenn da so ein einfaches Teammitglied kommt und so auf der organisatorischen Ebene was will, dann gibt es einfach Stellen, wo man schwer rankommt, also wo man als noch dazu als nachgeordnetes Teammitglied kaum was machen kann. Man kann sich entscheiden, bleibe ich dabei, gehe ich woanders hin, aber es kann sein, dass man in dem Team selbst kaum was rücken kann. Genau, und die Erwartung jetzt der anderen Teammitglieder an die Leitung eigentlich war, entscheide du was und nimm den, ich sage in Anführungsstrichen jetzt, Kampf mit dem auf. Und wenn die Leitung diesen Kampf nicht aufnimmt, wie sozusagen die Leitung verliert, aber eben auch die anderen sich sozusagen entfernen. Also eine Situation, die unschön ist, die viele Leute nicht so gerne haben wollen, aber wo man merkt, manchmal heißt Leitung auch, ich setze mich hier wirklich durch. Und das wird erwartet und stabilisiert insgesamt die Struktur. Und ich glaube, dort war es für die Teilnehmer auch interessant zu sehen, wie man auf der Strukturebene bleibt. Genau. Dass man also dann nicht in den persönlichen Bereich an der Stelle abgleitet und dann vielleicht einzelne Teammitglieder bloßstellt, sondern dass man dann auch klar auf dieser organisatorischen und Teamebene, also auf der Strukturebene bleiben kann und dann sehen muss, wie kann ich dort damit umgehen. Ja, vielleicht soweit zu den konkreten Fällen. Ich bin insgesamt noch froh über unser Konzept dieser Werkstätten. Also, dass ich damals auf die Idee gekommen bin und gesagt habe, lasst uns was machen, wo Leute, die Aufstellungserfahrung haben, sich gebündelt, ganz konzentriert, 3 Tage lang mit einem Thema beschäftigen, weil, gut, das ist auch meine Art zu lernen, einfach dran zu bleiben und dann weiß ich, nach den 3 Tagen bin ich dort so drin, dann nehme ich wirklich was mit. Ich habe es nicht bloß als Demo gesehen. Ja. Das ist wirklich ein Experimentierfeld, wo man sich gut ausprobieren kann. Wir hatten ja vorher überlegt, lassen wir es stattfinden. Wir hatten eine relativ kleine Gruppe, aber bei diesen Werkstätten ist es eben auch gut, auch für uns gut, das mit einer kleinen Gruppe zu machen, weil es da wirklich geht um Ausprobieren, um sicherer werden, auch um zu schauen, wie kann das mit dieser Aufstellungsart funktionieren, um da reinzukommen. Sehr schön. Und ich selber als Aufsteller und Aufstellungslehrer lerne hier selber immer noch viel mit, weil ich natürlich hier Leute habe, die sehr sensibel reagieren können, weil ich hier Dinge mal ausprobieren kann, die ich im Alltag nie so probieren kann. Ja. Ne, wenn ich ein echtes Team vor mir habe, dann muss ich nach Lösungen suchen oder Anliegen habe, dann kann ich nicht sagen, lass uns mal zurückdrehen, gucken wir nochmal oder was wäre, wenn und so weiter. Da sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Bin ich ganz dankbar, dass es das also gibt. Stimmt, die eine Aufstellung haben wir ein Stück nochmal zurückgedreht. Das ist was man im Alltag schlecht machen kann oder wo man dann gut sehen muss, wie man mit seinen Klienten umgeht, dass sie das auch verstehen können. Also ich bin ganz glücklich mit den Werkstätten. Ich freue mich auf die nächste. Ich überlege gerade, was das Thema war von der nächsten. Die nächste ist Gesprächsführung in der Aufstellung. Genau. Auch wieder hier im Herbst diesen Jahres mache ich mit Uwe Reisig. Da geht es so um diesen ganzen Teil, wie arbeite ich ein Anliegen heraus, erstens. Und andererseits natürlich auch in der Aufstellung selbst, wie frage ich und wonach frage ich. Dass ich auch wirklich am Thema dranbleibe und auch wichtige Dinge sage. Also viele Techniken aus der systemischen Beratung, die wir sozusagen jetzt für die Aufstellungsarbeit nochmal nutzbar machen. Genau, also wirklich so, wie es heißt, Gesprächsführung für Aufstellung. Also herzliche Einladung. Ja, im Oktober diesen Jahres hier an dieser Stelle in Elterlein bei Zwönitz im Schachtelhallen. In diesem schönen Raum. In diesem schönen Raum, genau. Danke.